Hallo zusammen und willkommen zu Albion Online. Heute gucken wir uns mal das 5 gegen 5 PvP an, was seit dem Joseph-Update hinzugekommen ist. Und gleichzeitig zeige ich euch nochmal, wie zeitintensiv dieses Spiel sein kann. Also, los geht's! Kleine Info noch, das Ganze ist ein... Und den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Einfach mal reinlunzen. Es ist nicht free to play. Ihr müsst euch quasi ein kleines Paket holen. Also ihr kauft euch quasi... ein Paket, wo ihr dann Premium drin habt, gewisse Anzahl an Geld und sowas. Und je nachdem, wie groß ihr das Paket auslegt, desto mehr habt ihr letztendlich. Und wir melden uns jetzt mal für den PvP-Modus an. Für den PvP-Modus müsst ihr alle Sachen so im Durchschnitt auf Stufe 4 haben, weil ihr braucht eine Gegenstandsstufe von 700. Also eine Gegenstandsstärke, genau, mittlere Gegenstandsstärke. Und ihr könnt euch beim PvP auswählen, ob ihr als Kämpfer oder als Heiler agieren wollt. Ich bin natürlich der Kämpfer und ich würde mal sagen, wir gehen auf Anmelden. Hab meine Ausrüstung mal geändert, weil ich war halt so ein bisschen mehr Tank geskillt bzw. getrimmt. Jetzt habe ich halt zwei Doppelschwerter und dann hier noch königliche Rüstung des Adepten, Soldatenhelm des Adepten und königliche Stiefel des Adepten. So, und ich würde mal sagen, wir können euch, oder ich kann euch gleich auch mal das, mein Haus zeigen, was man hier noch machen kann. Und ich wollte ja noch zeigen, wie craft-intensiv das Ganze ist, weil es ist wirklich sehr krass, was man hier alles machen kann und wie lange man theoretisch dafür braucht. Was aber richtig geil sein soll, ist wohl, wenn man in der Gilde PvP kämpft und soweit sind wir jetzt noch nicht. Aber mal angenommen, ihr wollt hier ein bisschen was leveln, also das Crafting oder das Levelbrett ist natürlich super krass, wenn man das auf den ersten Blick sieht. Und ihr seht, ich bin jetzt mehr in Richtung hier gegangen. Hier ist der Handwerker mehr oder weniger auf der Seite. Und, Moment, wo sind meine Schwerter? Ich glaube, hier sind meine Schwerter. Genau, Gesellen, Kriegerwaffen. Dann gibt es einmal die Waffen zur Auswahl. Und dann bin ich quasi auf Schwert gegangen. Und alleine bei dem Schwert gibt es 100 Level, die man erreichen kann. Man kann entweder alles manuell machen oder ab dem Punkt quasi den Level quasi boosten mit seinen Punkten, die man hat. Ich habe jetzt noch gute 300. Ich bekomme quasi auch täglich ein paar Punkte dazu. Aber die kann ich gar nicht so schnell verbauen, wie ich sie bekomme. Und ihr seht schon, je nachdem, welche Richtung ihr einschlägt, ist jetzt für den Anfang vielleicht mega viel. Aber ja, ich bin jetzt, wie gesagt, in die Richtung gegangen hier. Einmal hier auf die Rüstung und einmal hier auf den, auf die Nahkampfwaffen. Zauberei könnt ihr noch machen. Was ist hier nochmal? Suchev. Okay, das ist Landwirtschaft, wenn man da ein bisschen kochen möchte und sowas. Also man kann hier echt viel machen und auch für seine Gilde was aufbauen. So, oh, guck mal, hier ist einer. Trink mal, abernten. Deswegen, wenn man auf eine gewisse Stufe kommen möchte, dauert es halt dementsprechend lange. Aber dafür gibt es auch super krasse Belohnungen. Ach, habe ich gar nicht gezeigt jetzt gerade, ne? Was man dann verwenden kann, als Beispiel jetzt hier bei den Schwertern. Dann kriegt man also immer mehr Sachen, die ihr freischaltet und auch andere Waffen, andere Fähigkeiten. Und dann könnt ihr eure Figur sehr individuell gestalten. Und auch euer Zuhause könnt ihr individuell gestalten. Ich habe jetzt, warte, wie komme ich da am besten hin? Ich nehme mal ganz kurz mein Pferd raus. Und reite mal zurück in die Stadt. So, rein in die Stadt. Ich hoffe, die war hier. Ah doch, Bridgewatch. So, das ist, glaube ich, die zweite Stadt auf der Karte. Karte habe ich ja, glaube ich, schon mal gezeigt. In dem anderen Part, die ist wirklich... ich nenne sie mal groß. ist auf jeden Fall sehr viel zu entdecken. So, warte mal, wo war nochmal mein Haus? Ich glaube, das war hier oben. Wo ist er? Genau, hier. Ich habe eine eigene Insel gekauft. Man kann die auch immer erweitern, wie man sehen kann. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel erweitern drücken würde, würde ich links den Bereich sehen. Und auf den ganzen Grundstücken könnt ihr eure Häuser bauen, Crafting-Sachen und die auch weiter upgraden, sodass ihr nachher eigentlich gar nicht mehr in die Stadt kommen müsst. Allerdings müsst ihr da schon einige Rohstoffe sammeln. Aber finde ich eigentlich ganz cool. So. Genau, hier habe ich jetzt schon mein... ich glaube, das ist das Entdeckerhaus. Habe ich jetzt schon auf Stufe 3 gebracht. Und man kann es dann auch einrichten. Und diese Sachen geben mir zum Beispiel einen besonderen Boni in der normalen Welt. Ich glaube, das war jetzt, dass ich halt ein bisschen mehr tragen kann. Man kann hier gucken oder man kann hier nochmal seine Insel überprüfen. Eigentlich bräuchte ich ein bisschen Nahrung. Und man kann auch Leute einstellen, die hier dann arbeiten. Aber so weit sind wir. Genau, hier anheuern. Da kann man jetzt eine Holzfäller anheuern. Allerdings brauche ich da schon gewisse Plätze noch. Und ich habe jetzt hier mal einen Schmied hingestellt. Allerdings will der was zu essen haben. Ist natürlich blöd, weil ich nichts habe gerade. Der stirbt gleich. Voll gut. Ah genau, da kann ich halt diese Anfangswaffen machen. Und je nachdem, wie man den dann upgradet, kann der dann auch wieder mehr. So. Aber der will, glaube ich, erstmal ein bisschen was zu essen haben. Und hier sind riesige Bäume. Mit 50 Rohholz drin. Okay, aber Rohholz bringt uns gerade nicht mehr so viel. Ach genau, hier habe ich ein Feld angelegt. Und man kann sich dann um seine eigene Insel kümmern. Und man kann, so wie ich mitbekommen habe, in jeder Stadt oder fast jeder Stadt halt sowas holen. Und dann, je nachdem, wo man da ist, ist man da immer sehr zentral gelegen. Ist das ein normaler Baum? Ich glaube schon.
Okay, wir gehen mal zurück und warten noch mal ein bisschen auf das PvP. Oh! So ein Zufall aber auch und Start! Willkommen in der Arena. Oh, erstmal, dass ich blau bin. Und wie man unten rechts auf der Karte sehen kann, gibt es zwei Lager. Das ist einmal das blaue Lager, dann gibt es noch ein rotes Lager und drei Monolithen. Hier, da und da. Und die gehen ab einer gewissen Zeit hoch. Die muss man dann einnehmen und dann kriegt man halt Punkte. Man muss die Punkte runterspielen vom Gegner, um so dann PvP zu gewinnen. Kleine Info, ich habe noch nie PvP gewonnen. Mein Team war immer scheiße. Ich gehe jetzt erstmal gerade durch. Und wichtig ist eigentlich immer auf den Heiler zu gehen, weil der heilt natürlich von hinten immer gut durch. Wenn ich den Heiler da hinten mal erkenne. Ich glaube, der ist das. Oh, falscher Knopf. Meine Hände sind falsch. Da ist er. Er rennt gerade ein bisschen weg. Echo auf Shiro. Aber das ist geil. Solange ich den beschäftige, kann er halt die anderen nicht heilen, ne? So sieht's aus. So, laufen wir mal zurück hier so. Geben dir mal einen. Und 10 Sekunden noch. Oh Mist. Warte mal. Ich habe noch ein Schild. Ha! Blocke alles ab und werde geheilt. Während die da kämpfen, werde ich mal kurz zu der Rune da oben gehen, um die zu erobern. Weil bevor einer der Gegner da oben ist, wäre es ja natürlich Quatsch. So, und die untere Rune ist eigentlich immer mega umkämpft. So, jetzt gehen wir zu der Rune hier. Und? Ja! Warte, da oben, das will noch keiner haben, sehe ich gerade. Nein, ist mich hier gegengelaufen. Oh, war das ärgerlich. Nein, das will doch einer haben. Nein! Oh, schnell reingejumpt. Ist natürlich dumm, weil hier sind zwei jetzt drin. Aber ich hatte gehofft, dass noch ein anderer kommt, aber nein, da kommt kein anderer. Warte. Die sind auch alle viel geiler als ich, glaube. Oh, kaputt. Okay, das war natürlich nichts, aber ihr seht schon, wie das PvP-System funktioniert. Und oben am Bildschirmrand sieht man 136 zu 138. Gerade noch sehr ausgeglichen, aber kann sich natürlich auch sehr, sehr schnell ändern. Und im Livestream war ich gar nicht so scheiße, wenn ich ehrlich bin. Oh lol, den hab ich fast down gekriegt. Guck mal. Der ist ja geil. Der ist fast tot. Bitte, bitte. Nein, er will sich regenerieren. Aber egal, solange er weg ist, macht er keinen Schaden hier vorne. Oh, jetzt kommt er wieder. Ach Mann, ey. Ah, der ist doch ein anderer. Nein, bitte nicht. Das ist ein Heiler, ne? Okay. Den machen wir mal platt. Oh, sauber, ich wurde geheilt. Ma, Hilfe! Ach, der Punkt ist immer so mega umkämpft, der mittlere. Sieht man jetzt auch oben am Balken, so gerade eben noch. Blau ist ganz klein, rot ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Wenn wir da rausgehen, gerade hat einer so ein Spell gemacht, wo alle weggeflogen sind, wird schon reichen, um das Ding einzunehmen für die anderen. Nein, nicht auf mich. Ach Mann, jetzt war ich wieder auf dem Falschen. Bast ist unser Ziel. Ich kann nicht mehr zaubern. Ich bin benommen. Ah, okay. Jetzt machen wir ganz kurz Schild. Gehen wir eben raus und heilen uns da hinten. Also an unserer Base kann man sich mal aufheilen. Und die wird auch bis zu dem Punkt quasi verteidigt. Da kommen dann irgendwie hier oben solche Feuerbälle oder so raus. Genau. Irgendwelche krassen Bälle. So, weiter geht's wieder. Und wieder rein. Momentan sieht es natürlich nicht so cool aus. 129, 136. Aber wir geben unser Bestes. Ja, komm. Ah, nein. Ja. Ah, ich drücke mal die falschen Knöpfe. Bin mega Pro gerade. Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich bin hier noch relativ nah stark am Anfang. Obwohl ich schon, ich glaube, 8 Stunden Spielzeit habe auf dem neuen Speicherstand hier. So, sauber gekillt. Boah, ist das hier ein Gewusel, ne? Ja, er wird wieder geheilt. Ist ja klar. Okay, dann nehmen wir den hier. Obwohl, wenn zwei Heiler sind, ein bisschen doof. Die heilen sich dann immer gegenseitig. Ich gehe mal eben wieder. Da kommt jetzt noch ein anderer. Nein. Schade. Bäm. Ah, der Heiler ist wieder da. Ich hasse. Die haben zwei Heiler. Kann das sein? Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, Alter. Oh. So, Schild aktiv. Ja, okay. So ein Bogen ist natürlich sehr, sehr geil. Gerade auch, wenn die weglaufen. Boah, Alter. 103 Energie noch. Das wäre natürlich sehr, sehr eng geworden. Warte, ich bleib mal ganz kurz hier, bis ich aufgeladen bin. Und dann wieder rein. Dann wieder rein. So ein Bogen wäre eigentlich auch gerne. Und man kann, glaube ich, auch relativ einfach switchen. Wenn ich jetzt mir einfach einen Bogen craften würde oder kaufen würde auf Stufe 1. Dann könnte ich quasi den Bogen leveln. Warte mal, oh, der war schon tot. Okay, den kann man auch relativ schnell runterkloppen. Ah, er schon wieder. Ja, die haben zwei Heiler, die sich halt immer gegenseitig ein bisschen hochpushen. Sieht für mich zumindest, obwohl das sieht mehr aus wie ein Bogenschützen jetzt. Vielleicht kann er auch zaubern. Das weiß man jetzt nicht.
Nein, ach schade. Hätte ich meinen Sprung jetzt gerade nicht vergeudet, hätte ich mir den holen können. Obwohl, der hatte noch ein Schild, ne? Muss mal kurz weg. Oh, das war keine gute Idee. Obwohl, blaue sind drin. Nein, ich bin kaputt gegangen. Das ist aber echt krass, diesen Monolithen zu halten. Geht manchmal recht schnell. Obwohl, jetzt dauert es halt sehr, sehr lange. Wir sind jetzt 5 Minuten nur an den Monolithen dran. Und deswegen dauert es halt ein bisschen länger auch, weil die Monolithen geben halt immer 10 Punkte. Aber momentan sind die halt, ich glaube, mit 17 Punkten im Vorsprung. Ah, jetzt haben die Monolithen. Jetzt bauen die Monolithen sich eben wieder auf. Zauber ist noch nicht bereit. Komm her. Hier, der mit dem dicken Buch, der muss weg. Der mit dem dicken Buch, Alter. Sauber. Und der mit dem Bogen, der kann auch ein bisschen heilen, habe ich das Gefühl. Och Mann, da kommt schon wieder einer hin. Oh, warte mal, ich gehe direkt hoch. Ja, ein Runenstein für mich, aber das rote Team hat unten schon den einen. Gut, die rennen jetzt bestimmt noch hoch zu dem anderen. Sind wahrscheinlich gleich zu zweiter, dann habe ich keine Chance. Ja, da kommt einer. Oh, da ist schon. Oh mein Gott. Keine gute Idee. Hilfe! So, jetzt hat er keine Lust mehr. Jetzt geht er einmal rum. Ach, die Monolithen kommen direkt wieder, okay? Das ging flott. Also sind jetzt immer mehr entfernt von den anderen. So, den Monolith holen wir uns jetzt. Ich meine, wenn die alleine kommen, dann habe ich ja noch eine Chance. Aber wenn die mal zu zweit kommen, dann wird es halt mega schwierig. Guck mal, die kloppen sich da unten und der Monolith wird hinter denen eingenommen. Der Wahnsinn. Los, meine blauen Freunde! Kommt! Ja! Ah, zumindest habe ich kurz gehalten. Jetzt ist ein anderer. Na, okay, hat nicht gereicht. Doch, da ist einer. Ja, bitte, bitte, schneller. Schneller, das ist der mittlere Monolith, Mann. Oh, da läuft einer her. Der war von uns. Ja. Haha. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Aber unsere Teammates sind auch irgendwie alle in der Base. Ich glaube, die waren gerade alle tot. Ja, es ist wieder mega blöd, weil, ja, genau deswegen. Ah, oh, da kommt einer von uns. Ja. Ah, zahlen die wieder hin und her, ey. Nein. Och, Mann, ey. Jetzt werden wir gerade hier richtig hart abgefrühstückt. Das gibt mir ja schon Mühe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber reicht wahrscheinlich noch nicht. Jetzt sind nur noch 8 Punkte da. Also wir müssen uns nur eine 8 mal killen oder den Monolithen oben links einnehmen. Dann haben die gewonnen. Sollte eigentlich Leichtigkeit sein für die. Komm, der Wille war aber da. Und verloren. Arena-Statistik war wahrscheinlich nicht der beste. Aber ja, okay, ich bin im 700er-Bereich. Die anderen so fast 900, 800. Aber okay, ich würde sagen, hier gehen wir mal raus. Und man ist dann wieder da, wo man gerade eingestiegen ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber zu den Belohnungen, wenn man mal in der Arena gewinnen sollte, ist in meinem Fall leider nicht der Fall, begibt. Also gibt es Arena-Siegel, die gegen Belohnungen eingetauscht werden können. Und ich denke mal, da gibt es dann einen kleinen PvP-Bonus. Also will ich mal hoffen. Und mit dem Update kamen auch neue Expeditionen hinzu. Das UI wurde komplett überarbeitet. Also das hier, das wäre. Deswegen kam es mir auch gar nicht mehr so bekannt vor, weil es sich komplett gewechselt hat. Und generell wurden mit dem Update ein paar Features implementiert. Auch einfach Verbesserungen von Grafik. Schatzstätten gibt es. Also gibt es eine riesige Liste. Wie gesagt, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zum Spiel. Guckt euch einfach mal an. Und ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck davon bekommen. Und ich hoffe, der war auch okay. Wenn das der Fall ist, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Tschüss.